Hallo, schön, dass du das Video anschaust. In dem Video zeige ich, wie ich das WLAN meines 2010er Notebooks in die Gegenwart schicke. Mein Notebook ist noch mit einer alten MPCIe WLAN-Karte wie dieser hier ausgestattet. Inzwischen habe ich aber schon eine 500 Mbit Internetanbindung, kann aber die Leitung so nicht im Ansatz mit meinem Notebook ausreizen. Im Speedtest habe ich folgende Werte: 38 Mbit im Download und im Upload 43 Mbit die Sekunde. Im Mittel sind es immer so rund um die 40 Mbit realer Durchsatz im Down- und Upload. Eine aktuelle WLAN-Karte ist leider nur noch für den M2-Slot erhältlich. Die ist so nicht in älteren Notebooks einsetzbar. Durch den Umbausatz ist es aber dennoch möglich. Den in diesem Video verwendeten Umbausatz habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Preislich liegt er knapp um die 10 Euro. Die Adapterplatine kann in verschiedenen Größen gebrochen werden. Dazu gibt es diese perforierten Stellen, um den Adapter an eure Anforderungen anzupassen. So, nur zum Umbau. Hier ist meine alte WLAN-Karte und hier noch üppig Platz. Bauen wir erst einmal die Karte aus. In diesem Fall müsste der Adapter gekürzt werden und dann müsste man noch Plastik vom Notebook-Gehäuse entfernen. Das würde ich auch machen, aber da ich ja Platz habe, weiche ich natürlich dorthin aus. Allein die kleine Nase am Ende des Adapters muss noch ab. Dazu benutze ich eine Zange. Nun muss die neue WLAN-Karte auf dem Adapter verschraubt werden. Da wir aber noch die Antennen anbringen müssen, sollten wir das als erstes erledigen. Wenn die Karte auf einer festen Ebene Unterlage liegt, kann man die Antennen am besten anbringen. Nun die Karte auf dem Adapter verschrauben. Zuerst den Spacer anbringen und dann mit der Schraube verschrauben. Nun die alten Antennen an den Adapter anschließen. Passt auf, da der Adapter gerade an der Seite des Anschlusses sehr empfindlich ist. Einmal dran ist dran. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch die mitgelieferten Schrumpfschläuche an dieser Verbindung einsetzen, damit keine unerwünschten Kontakte entstehen können. So, das war's nun. Und was macht die Leistung? Also wie eingangs gesagt, hatte ich mit der vorigen WLAN-Karte im Download 38 Mbit und im Upload 43 Mbit. Mit der neuen Karte habe ich im Download nun 327 Mbit die Sekunde und im Upload 51 Mbit. Das ist wirklich ein ganz krasser Unterschied. Das ist mehr als das Achtfache im Download. Vor allem kann ich meine Internetanbindung endlich mal voll ausnutzen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann einen Daumen nach oben. Lasst ein Abo da und nutzt die Klingel, um auf dem neuesten Stand meines Kanals zu bleiben. Und wie immer, bei Fragen gerne einfach unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Video.